Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns den Film Goalkeeper of the Galaxy, Cosmoball, an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Der Film spielt im Jahr 2071, in der Stadt Moskau. Die Umgebung zeigt, wie sehr der Planet Erde unter dem intergalaktischen Krieg gelitten hat, der von Tscherno, einem bösen Wissenschaftler, der davon träumt, das gesamte Universum zu erobern, angeheizt wird. Er gilt als der gefährlichste Gefangene, der seine Experimente zu Waffen macht, die Leben bedrohen. 20 Jahre nach dem Krieg haben die Menschen, auch Erdlinge genannt, immer noch mit Entbehrungen zu kämpfen und versuchen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Anton, ein junger männlicher Erdling, wartet in einer langen Schlange von Menschen darauf, seinen Wasservorrat aufzufüllen, als eine mysteriöse Gestalt aus dem Schatten absichtlich eine Metallstange manipuliert, die hinter ihm zusammenbricht. Anton gelingt es, der herabstürzenden Stange auszuweichen, aber sie verursacht einen Aufruhr in der Umgebung. Die Menschen in der Schlange starren ihn bestürzt an und beschuldigen ihn aus Verärgerung über die ständigen Unfälle, in die er verwickelt ist, vom Pech geplagt zu sein. In der Zwischenzeit meldet sich die geheimnisvolle Gestalt, die sich als Tschernos Tochter Valaya entpuppt, bei ihrem Vater, in dessen gigantischem, zum Gefängnis umfunktioniertem Raumschiff. Valayas immer wieder fehlgeschlagenen Versuche, Antons DNA zu stimulieren, beunruhigen Tscherno. Seine neueste Erfindung, das Protogene, eine Kombination einzigartiger Zellen, steht kurz vor dem Auslaufen. Es stellt sich heraus, dass das letzte verbliebene Protogen in Antons DNA steckt und der einzige Schlüssel zu dessen Freiheit ist. Tscherno setzt sie deshalb ständig unter Druck, Anton weiter zu verfolgen und ihn endgültig zu töten, woraufhin sich Valaya schwer belastet fühlt. Während sich Tschernos Gefängnis im tiefen Untergrund der Erde befindet, schwebt ein anderes, riesiges Raumschiff direkt über ihm in der Stadt. Dieses Raumschiff ist als pusteblumenförmiges Stadion dargestellt, in dem ein risikoreicher Flugsport namens Cosmoball ausgeübt wird. Bei diesem Sport müssen intergalaktische Viererteams den zerstörerischen Energieball namens Wellenfresser fünfmal kicken, um das Tor des gegnerischen Teams zu öffnen und einen Punkt zu erzielen. Die drei begabten Menschen Fan, Natascha und Pele bilden das Team Earthlings, indem sie mit viel Geschick das Tor des Gegners aufstoßen, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen sind. Das Spiel wird auf großen holographischen Bildschirmen überall über den Himmel der Erde übertragen und dient den Menschen als größte Unterhaltungsquelle. Anton hingegen ist frustriert über die Auswirkungen, die Cosmoball auf die Menschen hat. Er wirft ihnen vor, zu sehr in ein Spiel vertieft zu sein, obwohl es weitaus bessere Dinge gibt, auf die man sich konzentrieren könnte, wie zum Beispiel einen Job zu finden oder den Hunger zu bekämpfen. Zurück im Stadion gelingt es sowohl den Erdlingen als auch ihren heutigen Gegnern, den Sirusianern, die gegnerischen Torräume zu öffnen. Stan, ein Starspieler der Sirusianer, schießt ein Tor und sie gehen gegen die Earthlings mit einem Tor in Führung. Der Wellenfresser ist in der Tat eine von Tschernos Erfindungen. Als er einen weiteren Wellenfresser auf das Spielfeld transportieren will, gelingt es Tscherno, den Transfer abzufangen und den Wellenfresser in Richtung der Maschinen zu schleudern. Einige Maschinen zerschellen und verletzen dabei die Wachen schwer. Dies veranlasst Bello, den Leiter der galaktischen Cosmoball-Liga, das Spiel kurzzeitig zu unterbrechen und die Spieler über das plötzlich technische Problem zu informieren. Die Wächter gewinnen die Kontrolle über den Wellenfresser zurück und das Spiel wird fortgesetzt, sobald der Ball das Spielfeld erreicht. Das Spiel endet zwar unentschieden, aber es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Erdlinge triumphierend ins Finale einziehen und von den menschlichen Zuschauern im und außerhalb des Stadions lautstark bejubelt werden. Tscherno hingegen schreit vor Schmerz, als er sieht, wie sich seine Schöpfung in einen Felsbrocken verwandelt. Die Nacht bricht an und Anton kommt nach Hause zu seiner kranken Mutter. Er findet heraus, dass seine Mutter über ihre medizinische Versorgung gelogen hat und so tut, als ginge es ihr gut. Anton eilt zur Apotheke, wo er auf eine junge Frau namens Anya trifft. Die beiden brechen in die Apotheke ein, um Lebensmittel und Medikamente zu stehlen. Aber der Alarm erregt sofort die Aufmerksamkeit der Polizei. Zwei Polizisten, angeführt von Hauptmann Vasili, holen sie ein. Anton gibt vor, sich allein zu ergeben und lenkt die Beamten ab, während Anya sich versteckt hält. Es gelingt ihm, durch die Ablenkung der Polizisten eine Lücke zu schaffen und zu fliehen. In diesem Moment rennt Anton los und stößt mit einem heranrasenden Fahrzeug zusammen, was ihn in Panik schreien lässt. Vasili untersucht die Vorderseite des Lastwagens, findet aber nichts weiter als die gestohlenen Medikamente, die auf dem Boden verteilt sind.
Sie verlassen den Ort verwirrt, während Valja, die sich tatsächlich als Fahrer des Lastwagens getarnt hat, zufrieden grinst. Später stellt sich heraus, dass Anya ebenfalls Valaya ist, die Anton die ganze Zeit über verfolgt hat. Antons Angst hat das Protogen und seine Teleportationsfähigkeit zum ersten Mal aktiviert. Und er teleportiert sich unkontrolliert einige Kilometer von seinem vorherigen Standort weg. Als Anya verkleidet, lockt Valaya Anton in ihren Keller und gewinnt seine Aufmerksamkeit durch ihre gemeinsamen Interessen, wie zum Beispiel ihre gemeinsame Abneigung gegen Cosmo Ball und den Wunsch, ihren kranken Eltern zu helfen. Anton hört aufmerksam zu und weiß nicht, warum Anya ihm ein paar Strähnen aus dem Haar reißt, um einen Teil des Protogens aus seiner DNA zu gewinnen. Anya bringt die Haarsträhnen zu ihrem Vater. Das Protogene reagiert jedoch kaum, weil die Menge zu gering ist. In der Zwischenzeit kehrt Anton nach Hause zurück und ist überrascht, Bello und das Team Erdlinge in ihrem Haus zu sehen. Bello bestätigt Antons Teleportationsfähigkeit und bekundet sein Interesse, ihn als vierten Spieler des Teams Earthlings zu rekrutieren. Anton lehnt entschieden ab und erklärt, dass er Cosmo Ball nicht mag und sich um seine kranke Mutter kümmern muss. Natasha schaltet sich ein und besteht darauf, ein Heilmittel für seine kranke Mutter zu finden, um seine Zustimmung zu erhalten. Sie überzeugt sowohl Bello als auch Anton und sie besiegeln den Deal mit einem Handschlag. Anton wird sofort auf das Stadionsschiff gebracht, wo er jeden Anblick bestaunt. Während seiner Untersuchung entnimmt Bello eine Probe von Antons genetischem Material, um seinen eigenen Sputnik zu erschaffen. Ein Droiden, der ihm während der Spiele als Ausrüstung und Kumpel dienen wird. Jeder aus dem Team Erdlinge besitzt einen Sputnik, der auf seinen jeweiligen Körperbau abgestimmt ist. Anton tut sich in den ersten Minuten des Trainings etwas schwer. Aber es dauert nicht lange, bis er seine Teleportationsfähigkeiten unter Kontrolle hat. Er gewöhnt sich schnell an seine Fähigkeiten, sodass Bello und die Erdlinge des Teams eine Situation beobachten können, die sie noch nie erlebt haben. Tief in Gedanken versunken weist Bello Anton an, am nächsten Tag die ersten beiden Spiele zu bestreiten und danach sein Training wieder aufzunehmen. Bello bricht danach mit Natasha auf, um sich mit dem Galaktischen Rat zu treffen und über ein mögliches Heilmittel für Antons Mutter zu sprechen. Der Rat zeigt seine Verachtung gegenüber dem Gedanken, Anton unter intergalaktischen Infektion seiner Mutter zu helfen, aber Bello besteht fest darauf, sich an die Abmachung zu halten. Er hält Anton für den begabtesten Athleten, nachdem er seine Leistung am ersten Trainingstag gesehen hat. Natasha verbringt viel Zeit mit Anton und drückt bei jeder Gelegenheit ihre Zuneigung zu ihm aus, was Anton die meiste Zeit verwirrt. Außerdem erregt Valaya, die sich in ihre alternative Identität Anya verwandelt hat, Antons Aufmerksamkeit, weil sie beide eine Abneigung gegen Cosmo Ball haben und die gleiche Absicht, ein Heilmittel für ihren Vater zu finden. Sie nutzt Anton aus, indem sie ihm eine Giftkapsel gibt, die möglicherweise das Stadionschiff zerstören und Cosmo Ball für immer beenden kann. Antons Sputnik trifft mit Natasha am Tatort ein, um ihn abzuholen. Bevor sie gehen, gibt Anya Anton einen Kuss auf die Lippe und steckt ihm die Kapsel in die Hand, während Antons Sputnik Anya misstrauisch beäugt. Auf dem Rückweg zum Stadionsschiff interessiert sich Anton für seinen Sputnik. Natasha erklärt ihm, dass Sputniks ihren Besitzer vor potenziellen Bedrohungen warnen und je nach Wahrscheinlichkeit der Gefahr den Kampfmodus aktivieren können oder auch nicht. Am nächsten Tag beginnt eine weitere Partie Cosmo Ball. Die Gifthülse bleibt auch nach einer Inspektion unentdeckt. Das Team Erdlinge verbindet sich mit seinen Sputniks, um sich für das Spiel zu rüsten. Anton, der die Giftkapsel vorsichtig in der Hand hält, bleibt sie unter seinen Handschuh stecken. Anton spricht mit seinem Sputnik und zieht den Handschuh aus. Anton drückt mit der Hand auf die Giftkapsel und ihr Saft verteilt sich auf dem Boden des Stadionschiffs. Anton geht lässig davon, nachdem er Anyas Anweisungen befolgt hat und betritt den Wartebereich. Als die Athleten das Spielfeld betreten, sieht sich Anton von einer großen Menschenmenge umgeben, die ihm zujubelt. Zurück in seinem Haus schaut sich seine Mutter das Spiel zusammen mit Vasili an, der von den ständigen Medikamenten gesünder aussieht als je zuvor. Bald nehmen die Spieler ihre Positionen ein und beginnen das Spiel. Anton hingegen sitzt auf dem Boden und ignoriert das gesamte Spiel, was die Zuschauer dazu veranlasst, ihm einen Drückeberger zu nennen. Bello unterbricht das Spiel, um Anton zu sich zu rufen und ihn zur Vernunft zu bringen. Er zeigt Anton die gesamte Maschinerie im Inneren des Stadionschiffs und erklärt ihm, dass Cosmo Ball mehr als nur ein Spiel ist. Er erzählt Anton vom Krieg, von Cherno, dem Wellenfresser und seiner letzten Erfindung, dem Protogen. Schließlich sagt er Anton, dass er als Sportler seinen Mitbewohnern der Erde in ihrer gegenwärtigen Situation etwas geben kann, auf das sie hoffen können.
Anton erkennt schließlich die Folgen seines Handelns und rennt zurück, um die Giftkapsel zu holen, die er fallen gelassen hat, nur um festzustellen, dass sie bereits in einen Teil des Schiffsstadions eingedrungen ist. Er kehrt zum Spielfeld zurück und schreit, dass das Stadion infiziert ist, aber ohne Erfolg, denn das Spiel geht weiter. Zum Glück bemerkt Bello ihn und reagiert schnell, indem er den infizierten Bereich einfriert. Das Gift breitet sich weiter aus und das Stadionsschiff wird zum Schutz der Zuschauer in den Notfall-Evakuierungsmodus versetzt. Natascha trifft ein, um die verbliebenen Zuschauer zu befreien, als der Wellenfresser auf sie zustürmt. Anton sieht dies und eilt ihr zur Hilfe, bevor die Athleten den Wellenfresser fünfmal treten, was zu seinem Zusammenbruch führt. Er verliert das Bewusstsein, weil er von dem Wellenfresser getroffen wurde, wacht aber kurze Zeit später wieder auf. Er macht sich sofort auf den Weg, um Anja in ihrem Keller zu konfrontieren. Doch sobald sich ihre Blicke treffen, betäubt sie Anton und zeigt ihm ihre wahre Gestalt als Valaya, während sie ihm ihre Bewunderung für ihn gesteht. Trotzdem ist sie enttäuscht von ihm, weil er das Stadionsschiff nicht vollständig zerstört hat und beginnt, eine geringe Menge Protogene in seiner DNA zu sammeln, bevor sie ihn bewusstlos zurücklässt. Antons Sputnik sucht eilig nach ihm, nachdem er die Bedrohung bemerkt hat. Als er ihn bewusstlos vorfindet, verbindet sich sein Sputnik mit ihm und erschöpft sich schließlich, um Antons Verletzungen zu heilen. Zur gleichen Zeit erwirbt Cerno das Protogen von Valaya und beginnt seinen Fluchtplan. Mithilfe des Protogens beschwört Cerno eine weitere seiner Schöpfungen, eine gigantische, welpenähnliche Kreatur. Er verbindet sich mit der Kreatur, um die volle Kontrolle zu erlangen und benutzt sie als Raumschiff. Das Protogen in seinem Besitz verleiht ihm auch die Fähigkeit, sich hinaus zu teleportieren. Nach einiger Zeit wacht Anton auf und sieht Natascha und Bello neben sich. Irgendwo im selben Keller hört Bello, wie Cerno seinen Namen ruft. Cerno spricht Bello als seinen Schöpfer an und lädt ihn ein, sich mit ihm zu verbünden. Natascha ist verwirrt, als sie das hört. Sie stellt ihn zur Rede, aber Bello weist sie ab. Zusammen mit den Sirusianern und Amazonen versammeln sich alle draußen und treffen kurz auf Cerno, der erfolgreich entkommt und sich von der Erde wegteleportiert. Währenddessen halten die Athleten in der Stadt Wache, während Bello den Galaktischen Rat informiert. Er lüftet auch das streng gehütete Geheimnis um Cosmo Ball für alle. Sie erfahren, dass Cosmo Ball kein Spiel, sondern ein Krieg ist und dass das Stadionschiff gebaut wurde, um die Zerstörung des Planeten zu verhindern. Zurück in seinem Haus kommt Antons Mutter, um ihm mitzuteilen, dass die Athleten in den Krieg gegen Cerno ziehen. Aber Anton legt sich müde und entmutigt von den Ereignissen um ihn herum hin, während er seinen Sputnik in den Armen hält. Seine Mutter wendet sich an ihn, um ihn zu trösten und sagt, dass die Menschen auf dem Planeten Erde ständig Fehler machen, aber dass es starke Menschen gibt, die versuchen, die Fehler, die sie gemacht haben, zu korrigieren. Zur gleichen Zeit hält Bello eine weitere Sitzung mit dem Galaktischen Rat ab, in der es um den Aktionsplan geht, als Natascha plötzlich hereinkommt. Natascha ist immer noch genervt von dem, was sie gehört hat. Sie fragt Bello hartnäckig, warum Cerno ihn als seinen Schöpfer anspricht. Bello bleibt nichts anderes übrig, als ihr zu erklären, dass Cerno sein größtes Versagen als Wissenschaftlerkollege ist. Er sagt, dass Cerno nach seinem Ebenbild geschmiedet wurde. Er gesteht seine Fehler ein, weil er dachte, dass Cerno ihm helfen würde, wie es die Sputniks tun. Er hat ihm Gefühle gegeben, aber er hat versagt, diese Gefühle zu formen. Das Zerwürfnis zwischen Bello und Cerno führt zur Verbannung Cernos und zu den Ereignissen des Intergalaktischen Kriegs vor 20 Jahren. Außerhalb des Planeten Erde bereitet sich Cerno darauf vor, seine neu erschaffenen Wellenfresser von seinem Schiff aus abzufeuern. Er trifft sich wieder mit Valaya und weist sie an, die Athleten so lange wie möglich am Verlassen der Erde zu hindern. Unmittelbar nachdem Cerno eine Reihe von Wellenfressern auf die Oberfläche der Erde geschickt hat, kommt es zu einer großen Schlacht. Zur gleichen Zeit verteilen sich Fan, Pele und die Mitglieder der Sirusianer und Amazonen in Erwartung des Angriffs auf verschiedene Positionen außerhalb der Stadt. Sie traten unablässig nach den ankommenden Wellenfressern und warfen sie sich gegenseitig zu, um die fünf Schläge zu vollenden. Draußen haben die Schiffe der galaktischen Flotte unter der Aufsicht von Bello eine Falle für Cerno und sein Schiff aufgestellt. Cerno hingegen macht die Falle zunichte und zerstört die Schiffe im Alleingang, was von Bello und Natascha gequält beobachtet wird. Mithilfe des Stadionschiffs setzen sie ihre Verfolgung von Cerno fort. Während sie die Wellenfresser zerstören, beginnen die Athleten Müdigkeit zu empfinden. Stan droht zu überhitzen und Fan ist verletzt, weil er von einem Wellenfresser getroffen wurde. Trotzdem machten sie weiter. Durch die Wucht ihrer schnellen Schläge stürzen in einigen Bereichen der Stadt einige Gebäude ein. In diesem Moment steht Anton alarmiert auf und wird Zeuge des Geschehens. Er spricht ernsthaft mit seinem Sputnik und stellt die Verbindung zwischen ihnen her.
Später ruft Anton den Namen seines Sputniks, Mowgli, was ihn anschließend aufweckt. Anton macht sich auf, um Fan und Pele zu helfen. Er bringt den verletzten Fan mit Hilfe der anderen Erdbewohner in Sicherheit. Die Bewohner der Stadt Moskau suchen Schutz vor den herabfallenden Trümmern, darunter auch Antons Mutter und Wasili, der eine romantische Beziehung entwickelt hat, nachdem er einige Male mit ihnen zusammen war. Oben im Himmel stürzen zwei Wellenfresser hintereinander in Antons Richtung. Es gelingt ihm, den ersten zu treffen, aber er bemerkt den zweiten nicht, der ihn zu Boden reißt. Er landet sicher, aber in zerfetzter Kleidung. Sein Sputnik, Mowgli, spürt die Situation und kommt ihm sofort zu Hilfe. Die beiden versöhnen sich und verbinden sich miteinander, wodurch Antons Kampfausrüstung entsteht. Anton ist nun in der Lage, mit den anderen Athleten zu kommunizieren und mit Mowgli im Kampfmodus beginnt er wieder mit vollem Elan zu kämpfen. Es gelingt ihm, jeden Wellenfresser mit nur einem einzigen Treffer zu vernichten, was die anderen Athleten beeindruckt. Auf der anderen Seite beschließt Bello, sich Tscherno direkt zu stellen. Er übergibt Natascha die volle Kontrolle über das Raumschiff Stadion und befiehlt ihr, zur Erde zurückzukehren und die anderen zu retten, falls er es nicht lebend zurückschafft. Natascha willigt ein und teleportiert sich mit Bello in Tschernos Schiff, wo sie ihm schließlich gegenüberstehen. Später zeigt Bello seine wahre Gestalt, während er Tscherno gegenübersteht. Sie holen kurz die 20 Jahre auf, die zwischen ihnen liegen, und gleich darauf kommt es zu ihrem Kampf. Tscherno versucht, Bello heimlich anzugreifen, aber die beiden kommen schnell dahinter. Natascha teleportiert sich daraufhin direkt vor Tscherno, um ihn zu treten, aber Valaya unterbricht sie. Natascha weicht Valayas Angriff aus und teleportiert sich weg. Valaya fängt sie jedoch ein und betäubt sie sofort. Tscherno geht aggressiv auf Bello los und freut sich, dass er viel stärker geworden ist als er, obwohl er sein Geschöpf ist. In der Zwischenzeit gelingt es Anton, sich mit Mowgli auf den Erdmond zu teleportieren, wo er den erbärmlichen Zustand des Mondes beobachtet. Mowglis Alarmanlage wird aktiviert, da er Gefahr in der Nähe wittert. Sie machen sich sofort auf den Weg in das Gebiet und denken dabei an Natascha und Bello. Im Schiff verärgert Bello Tscherno, nachdem dieser seinen Protagonisten mit Eiskugeln angreift. Tscherno erschafft einen großen Schild, um seine Schöpfung zu schützen, während Bello ständig angreift. Bello lässt eine Eiskugel direkt über den Schild gleiten, wo er Tscherno direkt trifft. Das Eis breitet sich um Tscherno herum aus und friert seinen gesamten Körper ein. Als Bellos ständige Angriffe den Schild durchbrechen und fast Tschernos gesamte Schöpfung von Protogens einfrieren, verwandelt sich Valaya in Natashas Gestalt und betäubt ihn. Valaya gewinnt nun die Oberhand und setzt sowohl Bello als auch Natascha außer Gefecht, bevor sie das Eis zerstört, in dem Tscherno gefangen war. Tscherno befreit sich und nutzt seine elastische Ausrüstung, um Bello zu erwürgen. Er sagt seine Abschiedsworte und ist im Begriff, ihn zu töten. Aber Anton kommt noch rechtzeitig an. Anton nimmt Valaya als Geisel gegen Tscherno, sodass dieser seinen Griff um Bello aufgibt. Tscherno geht in Antons Richtung und fordert ihn heraus, als ob er Valaya niemals töten könnte. Er erwähnt, dass Valaya nie eine perfekte Schöpfung gewesen sei und sticht ihr selbst in den Unterleib. Tschernos Klinge berührt leicht Antons Ausrüstung und stößt ihn gewaltsam gegen die Verkleidung des Schiffs, wo er gefangen ist und sich nicht teleportieren kann. Bello schafft es gerade noch, Tscherno abzulenken, indem er eine Eisperle fallen lässt, um die Kraft des Schiffs zu neutralisieren. Der böse Tscherno richtet seinen behelfsmäßigen Speer auf Bello und tötet ihn auf der Stelle. Anton ergreift die Gelegenheit, sich über die gemeinsamen Zellen mit dem Schiff selbst zu verbinden. Er trifft auf die welpenartige Kreatur, die ihn wild jagt. Als Anton sich dem Ausgang nähert, beschließt er anzuhalten und sich der Kreatur direkt zu stellen. Die wilde Kreatur ist verblüfft und bleibt mit ihren Gliedmaßen vor dem Erdling stehen. Beide starren sich einen Moment lang an. Und Anton beschwert sich später vehement bei der Kreatur für ihr bedrohliches Verhalten. Es brüllt ihn daraufhin an, bevor es die Verbindung zwischen ihnen bemerkt. Anton drängt weiter und beruhigt die Kreatur, indem er sie leicht am Kopf berührt. Schon bald gelingt es ihm, Vertrauen zu der Kreatur aufzubauen, sodass sie sich aus der Verkleidung des Schiffs befreien kann. Darüber hinaus gewinnt die Kreatur Anton lieb, was schließlich die Verbindung zu Tscherno zerstört. Tscherno versucht sich zu wehren und ruft aus, dass er der Meister ist, aber die Kreatur hört nicht mehr auf ihn. Er wird erbarmungslos aus dem Schiff geschleudert und auf eine riesige Kugel aus heißem Gas geworfen, wo er zu Tode schmilzt. Natascha erlangt die Kontrolle über ihren Körper wieder, nachdem sie aus der Falle befreit wurde. Anton teleportiert sich zu ihr zurück und gemeinsam kehren sie zur Erde zurück. Auf der Erde sind die Bürger des Versteckens überdrüssig geworden. Sie sind entschlossen zu Überlebenden und versammeln sich, um für die Menschheit zu kämpfen. Unter der Führung von Wasili gehen sie in Position und sind bereit, die Wellenfresser zu bekämpfen,
die auf sie zukommen, als sie nach der Niederlage von Tscherno plötzlich stehen bleiben. Die Bewohner der Stadt Moskau jubeln laut über ihren Sieg. Nach einiger Zeit wird die Stadt unter der Führung von Natascha wieder auf Vordermann gebracht. Die Energie der verbliebenen Wellenfresser wurde genutzt, um die Lebensbedingungen auf der Erde wiederherzustellen und zu verbessern. In ihrer Rede betont sie, dass es für die Erdbewohner an der Zeit ist, zu leben und nicht nur zu überleben. Die Rede wird auf dem gesamten Planeten ausgestrahlt. Und jeder ehrt Bellos Opfer. Der Film endet mit der Wiedervereinigung des Teams Erdlinge nach Nataschas Rede, zusammen mit Antons Mutter, dem neuen Stiefvater Vasili, Mowgli und dem Wesen, das er nun Kit nennt.